Hallo YouTube und hallo liebe Zuschauer. Guten Morgen, Meister. Na, wie geht's, wie steht's? Alles gut bei euch? Ich bin's wieder, Damir, euer Bergquarte. Und wir zocken wieder Still Wakes the Deep. Ja, so. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Oh, Mann. Ich hab so ein löcheriges Gedächtnis. Aber was mir aufgefallen ist, zwischen den Aufnahmenpausen oder so, dann denke ich voll oft an das Spiel, beziehungsweise denke mal an die Personen, die noch leben, also Brody und Finlay. Roy ist ja leider gestorben, was auch sehr traurig war. Ja. Aber trotzdem, irgendwie fühlt sich manchmal so, als wäre man so mittendrin. Also, man hat so, also ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass ich da involviert bin, so ein bisschen, ne? Als würde ich dazu, also in das Spiel reingehören. Das war lustig. Naja, egal. Gut, genug gelabert. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Also, nach dem Intro geht's dann los. Also hier in dem Raum haben wir letztes Mal aufgehört. Das geht gleich direkt weiter. Mistvieh. Oh. Das greift einfach nach uns. Okay, krass. Ist die Frage, ob er sich loslöst von uns. Also ob er sich von dort loslöst und uns angreift. Wir müssen nochmal hier ran anscheinend. Irgendwas steht hier dran. Warning. Christ. Way above my pay grade, this. Aha. Wo geht das hier weiter? Ja, das Vieh lässt uns nicht mehr rein. Wir müssen einfach jetzt hier raus, alles klar. Boah. Ich wollte einfach nur ganz entspannt anfangen, aber nein. Wir werden gleich von Roger angegriffen. Roger. Hat Capcom eigentlich diese Patente auf diese Tür, die immer so aufgeht? Gute Frage, wa? Uiuiui. Fuck! Am I losing my mind? Yes. You losing your mind, my friend. Ja, du verlierst deinen Verstand. Ja, ja. Unser Boss chillt doch hier bestimmt auch noch irgendwo, Rennig, oder? Was? Na, wir müssen wohl. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt irgendwie auch noch irgendwie raus aus der ganzen Nummer. Ja. Oh, wir haben es geschafft. Ah. Das war jetzt krasse Sache. Eine wirklich krasse Sache. Alter Schwede, jetzt geht's hier gerade echt weiter. Ich habe gerade angefangen, gefühlt, ne? Und schon bum bum bam, bam. Jetzt kommt auch noch Rennig oder was? Na, dein Boss, wer sonst? Es will nicht, dass du abhaust. Oh, ja, Scheit. Nicht Shit, sondern Scheit. Oh, Wasser kommt. Oh, wir sind zu langsam. Los, tauch auf und geh mit dem Wasser. Oh. Alter, was machst du denn? Bist du besoffen? Meine Güte. Da. Müssen wir da lang oder können wir auch hier lang? Natürlich zu. Was für ein doofer Zufall. Oh nein. Oh Gott.
Hier geht's aber raus und habe ich das sofort gesehen. Kommen wir jetzt hier gar nicht raus, wir können jetzt hier nur einatmen, das ist ausatmen, meine ich. Und jetzt tief Luft holen und einatmen und runter. Komm, schwimm schneller, mein Freund. Oh Gott. Da ist die nächste Luke, wo wir rauf können, das ist schon mal sehr gut. Oh Mann. Da hängen noch ein paar Tote dran. Na, sehr schön. Hat er durchgeatmet? Er hat er. Und runter. Hier lang, oder was? Ja, sieht so aus. Es ist so scheiße dunkel. Wir können vom Glück reden, dass wir überhaupt was sehen hier, ne? Ich glaube, das ist alles unter Wasser. Oh Gott. Hier sieht's gut aus. Ja. So, den können wir nicht benutzen, aber wir können hier das gelbe Handtuch nehmen. Beziehungsweise Farbstriche. Es klingelt. Oh, es geht sogar noch. Was ist die Durchsage? Tschüss! Nein, irgendwie. Oh. Das ganze Ding fängt langsam an wirklich zu sinken gefühlt. Aber ich hatte die alles gekippt, dass es wieder gerade ist irgendwie, dass da kein Wasser durchkommt. Ne? War der hinter uns? Das war hinter uns, ne? Hat der auch so ein gutes Gehör? Natürlich. Kurz vorm Ausgang fallen wir nochmal tiefer ins Wasser rein. Sehr schön, ich blick nicht durch. Wo sind wir denn jetzt? Wieder ganz tief im Schiff drin, oder was? Wo sind wir denn jetzt? Wir ersticken langsam, ich blick nicht durch, keine Ahnung. Da, hier geht's hoch. Komm, kämpf. Meine Fresse. Hä? Okay, hier fängt er an. Okay, doch, Tatsache. Ich dachte, das bildet sich nur ein. Ja, das ist gut. Hoch da. Okay. Jetzt sind wir ganz schön tief nach unten geworfen worden. Kann das sein? Wir waren schon so weit, wir waren sogar am Ausgang gerade. Oh Gott, Rennick läuft hier rum und jagt uns natürlich. Was sonst? Wasser gefangen, das ist ja voll cool. Er kriegt uns doch locker. Aber hier kommt der Sack nicht durch, oder? Ein Glück, aber das Wasser natürlich steigt an und steigt und steigt und ja, aber wir werden natürlich noch gecatcht von ihm. Super. Dreh dich, Mann. Du hast keine. Doch, du wirst sterben, du Schwanz. Doch, du stirbst. Du auf jeden Fall. Ja, noch langsamer, komm, ein bisschen irgendwie, gib mal Gas hier. Komm mal hoch hier. Oh. So, Rennick erledigt. Rennick ist tot, das war sehr leicht, wir haben auch gerade einen Erfolg bekommen, sehr schön. Ah. Jetzt gibt's keine Viecher mehr, nur noch der eine, der Trotz, aber Trotz ist glaube ich tot und Adair eigentlich, ne? Ne, Mew, wie er hieß. Kann aber auch schon vom Schiff gefallen sein. Also rein theoretisch von den Monstern, die wir gesehen haben, gibt es noch Trotz und den Mew. Ja, genau. Das ist so meine Zusammenfassung zu dem Ganzen. Ich glaube, Rennick ist erstickt. Ja, der ist tot. Finley?
What's going on? Who are you talking to? Oh. Werde genauso verrückt wie du. Kaz, you made it. Rudy, what's wrong with Finley? She's freaked out here. Listen, Kaz. There's no much time. There's oil and gas getting in here. When it fills, it will be headed right up the drill pipe. You on about? I'm still in the pontoons. I've only got a couple of minutes. I can't stop it. The rig's a time bomb now. You understand? One spark and... You need to find a way off. Just get back up here and we'll work it out, yeah? I can't do that. What? I can't get back up. Wait, no way. I'm sorry. Wait, listen. You're on your own now. I'll come to you. All right? No, you won't. You wouldn't even get halfway to me. The leg's flooded and the gas, it's no possible. You got your dive gear? Aye. So you can use that? It's oil, Kaz. There's nothing to be done. I didn't fucking see that. I knew the risk when I came down here. Fuck. I can't lose you as well. Listen, I'm all right, Kaz. I'm already back on Sky. You've never seen water like that, Kaz. Clear. Peaceful. You just let go and everything's fine. Aye. That sounds beautiful. You go one day. But I... Oh, fuck that. I'm never swimming again after this. Kaz, you and Finley, you could do this, alright? I'm sure she wouldn't do something so stupid. Rory. You there? Kaz? What's stupid? Talk to me. It's getting higher. All right, I'm here, Brody. I'm not going anywhere. All right, I'm here. Get him. Brody. Oh, fuck. Toll. Brody. Jesus. How's this happening? What are we there now, Finley? Doesn't he fucking matter? He's dead and you don't think that matters. He was always gonna die. Boy, them. Always. You see that? We've been fucking about with a lakey and pontoons. And without a whole meal. Watching our pals turn into monsters. Never once. Never fucking once. We tried to do what needed to be done. Captain, all right, what do you mean? I mean, I'm ending this. Fucking hell. Finley, no. Come back. Finley! Jetzt will sie die Insel in die Luft jagen. Super, die Bohrinsel. Ja, Finley, wait a minute. Wait. Jesus, come back, you're not thinking straight. Och Mann. Fuck off, McLeary! I'm not telling anyone any things! You hear me? Stop fast. Och Mann. Wie kriegen wir das Ding jetzt gerufen? Gar nicht, oder was? Ja, wir dürfen natürlich den konventionellen Weg gehen. Sehr schön. Oh. 12 Sekunden später. Ach, Finley hat Van Brody verknallt, oder warum ist sie jetzt so drauf? Okay.
passen da nicht durch. Super, müssen wir jetzt hier außen rumlaufen. Aber beweg dich doch mal. Können wir gar nicht. Okay. Jesus, Finley. Fucking hell. Alle tot. Oh Mann. I'm here, Finley, I'm here. What is close? Who do I hear? It's not your Christmas card. I hear my wife. I just want to get back to her, Finley. To my weans. I hear my boy. When he was wee, you know. I hear him now. Kate. Fucking Kate. He's singing. I'm not seeing him again. Guys, there's got to be a ship coming. You said it yourself. Christ, God. We don't want them coming. Oh, Jesus! I'm sorry, Father. I don't know what to do. We've got to face it, cuz. What do you mean? We can't get back. We can't. But I can't. There's no going to stop with us. For fuck's sake, McCleary. Once their life. Be brave. Be brave for them. You can't save yourself. But you can save them. Jesus, Finley. You want to leave it a chance? If it gets to the mainland. Oh, you know I'm right. I'm always fucking right. Oh, Christ. Christ. All right. Die, all right. Follow them. Okay, wir sollen die Insel in die Luft jagen. Alles klar. Ich hoffe, wir halten uns auch dran. Also ich bin bereit. Ich bin bereit, das Schiff in die Luft zu jagen. Für meine Familie. Für alle, weil es darf nicht ans Festland landen oder geraten oder ankommen, was auch immer. Wir müssen das jetzt hier in die Luft sprengen. Das ist die Bohrinsel, das ganze Ding. Und hier ist das ganze Öl anscheinend. Das ist ja kein Wasser mehr, geht jetzt durchs Licht. Oh, was? You don't recognize me, do you? No, sorry, love. You know me. You could say that. It's been a long time, though, Kaz. Hold up. Susan Lafferty. Fuck's sake, is that you? The very same. Christ, Kaz, but you look no different. I've still got the nose, eh? Well, it looks like someone did a good job of spreading about your face. Ha, ha, ha.
Mrs. Cass, because I really want to be thinking about Roy right now. He looks after me. He fucking adores you, you know. Well, I am easy to love, Cameron McCreary. Yeah. I'm finding that. Shut it, great Suki Jack. I do though, Suze. I fucking love you. I love you more than anything in this whole world. Did that vamp up? You're not so bad yourself, all things considered. Marry me. What? I'm serious. Marry me. You make beautiful wings. I want to spend my whole life with you. Was ist das jetzt? Hat er die Explosion jetzt noch überlebt oder geht der, steigt er jetzt in den Himmel auf? She looks just like you. She's got your eyes though. My dad's eyes. I'm sorry, Cass. I know you'd have wanted him to meet her. Nah, fuck him. The bastard wasn't interested in me. Why would he care about her? He loved you in his way, Cass. I'll never leave you, Susan. Be at your side forever. I'm always gonna be here for this win. Ich ahne Böses. Oh nö, oder? Oh, da hat sie die Kinder im Arm, die Sus. Wir sind nach Hause gekommen, ich kann es mir nicht vorstellen. Kiss the Wains for me. Tell them I'll be back for Christmas. I'm sorry, Sus. Oh. Hey, Cass. I'm sorry it's been so hard. Just wanted to send you this. To say we'll get through it. I know we will. Just take care out there and bring my beautiful big gallus man back home in one piece, okay? I miss you and I love you. And the girls miss and love you. I'm still raging at Roy, but he's a good man, and I know he'll look after you. Whatever happens, we will be all right. We can weather this. Just wanted to say that to you, Cass. To keep you safe and close and make sure you know to come haunt us. I love you, Cameron McCleary. Be safe out there on those waters. My man, my love. Ja, liebe Leute, das war Still Wakes the Deep. Ich muss sagen, geiles Spiel, hat Spaß gemacht. Ich habe für mich persönlich so dafür, dass es ein Horror ist, auch so ein bisschen meine Jumpscares haben mir so ein bisschen gefehlt, dass ich mich ein bisschen mehr erschrecken kann. Irgendwie, leider das hat gefehlt, aber die Geschichte an sich war brillant. Cool, hat mir Spaß gemacht zu spielen auf jeden Fall. Ja, wir gucken mal, was noch im Abspann noch kommt. Ich mache mal ein bisschen schneller hier, man kann das ja irgendwie beschleunigen, hier genau so. Man kann sogar überspringen direkt. Mal gucken, was noch passiert. Ja. Wir sind auf jeden Fall fertig mit dem Spiel, genau. Mehr gibt's nicht, leider. Vielleicht gibt's eine Fortsetzung, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ist die Frage, wie? Ist dieses Monster jetzt oder dieser Strudel mit der Explosion draufgegangen? Können wir nicht wissen wir nicht. Ja, werden wir dann vielleicht irgendwann in Zukunft erfahren. Aber gut, das war's mit dem Let's Play zu Still Wakes the Deep. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die ganze Serie. Und ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ne? Kommentiert fleißig, gebt ein Like und ja, natürlich abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Dankeschön, macht's gut, bis dann. Euer Damir Gelbian Quarte. Adio und ciao, ciao.